Herzlich willkommen zum neuesten Teil meiner DAX-Serie für Power BI. Heute möchte ich euch in einem kurzen Video zeigen, was der Unterschied zwischen den sogenannten impliziten Measures und den expliziten Measures sind. Klingt auf den ersten Blick etwas tricky, ist aber einfach zu verstehen und das schauen wir uns heute gemeinsam an. Wenn ihr mich zum ersten Mal findet, dann überlegt ihr, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr frische neue Videos zum Thema Power BI haben wollt, sowohl fürs Daten reinladen, für das Vorbereiten mit Power Query, als auch das Modellieren der Daten mit den Beziehungen, als auch dann danach natürlich die Reports zu erstellen, mit Visuals anzureichern und dann natürlich auch mit DAX neue Kennzahlen zu erstellen und danach das Ganze auf dem Webservice zu publizieren und den Kollegen zur Verfügung zu stellen. Heute geht es um das Thema implizite versus explizite Measures. Das ist natürlich die Frage, was ist das überhaupt? Was ist da der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Ein implizites Measure ist nichts anderes als Quelldaten, die man bereits beim Reinladen der Daten zur Verfügung gestellt bekommt. Bedeutet in meinem konkreten Fall, ihr seht hier so ein Datenmodell hier, da geht es hier um, das habe ich fast immer in meinen Videos, um seht ihr Kundendaten, Produktdaten, Filialdaten. Und da unten gibt es so eine Tabelle Transactions und unter anderem seht ihr hier diesen Bereich Quantity, was nichts anderes darstellt als die Bestellmenge. So, wenn ich, seht ihr hier, wenn ich auf Quantity gehe, dann sieht man die Möglichkeiten der Bestellmengen. Diese Daten wurden bereits reingeladen über die Quelldaten, in dem Fall CSV-Dateien, das heißt, die waren schon da, wie man das hineingeladen hat und hat man natürlich auch drinnen lassen. Jetzt kann man darauf natürlich sich beziehen. Was ich euch jetzt zeige, gilt im Prinzip genauso auch für Excel, für die sogenannten Power BI-Tabellen, weil ihr sicher wisst, Excel auch auf so ein Datenmodell zurückgreifen kann und auch mit DAX-Measures angerechnet werden kann, das ist dann Power BI. Wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, Excel, Power BI, eventuell auch die Connection mit Power BI, weil da gibt es eine Connection mit dem Webservice, dann nichts wie ab in die Kommentare und schreibt mir, was ihr dazu sehen wollt. Jetzt aber Folgendes, ich schaue hier nochmal hier in den Bericht an. Ich habe hier einfach hier schon eine Seite vorbereitet, implizit versus explizit, und habe hier mal ganz simpel aus meiner Produkttabelle hier die Produktmarken reingelegt, hier, wenn ihr schaut, hier mal drinnen. Würde ich jetzt hier auf diese Bestellmenge klicken, auf diese Quantity-Metrik, die ihr hier seht, dann wird er die Quantity summieren und für jede Produktmarke hier zeigt er mir also an, okay, für Amigo 1012, für Applaus 1140 und so weiter. Und warum natürlich? Weil über das Datenmodell hier in dem Fall über diese Connection hier das Ganze filtern kann und aufbröseln kann. Wenn ihr prinzipiell mal sehen wollt, was mit DAX möglich ist, habe ich hier oben für euch eine Playlist, wo ihr etwas nachgucken könnt, was mit DAX bereits von mir hier publiziert wurde, um euch zu unterstützen. Jetzt geht es um Folgendes. Ich habe also hier die Summe der Quantity, das läuft soweit. Jetzt geht es aber um Folgendes. Erstens einmal, die Quantity, wie ihr sie hier seht mit den 1000 Trennzeichen, war zu Beginn noch nicht so formatiert. Sie kam einfach ohne 1000 Trennzeichen rein, weil die Quelle, die Datenquelle in CSV-File war im Flat-File. Für jene von euch, die viel mit Excel machen, wenn ihr das per Pivot-Tabellen macht, also wenn ihr hier so mit einer Metrik, mit einer Summe von irgendwas arbeitet, ja, die nicht formatiert ist und ihr legt es in die Werte hinein, müsst ihr das über den Befehl Zahlenformat extra umformatieren, dann passt es bei der Pivot-Tabelle. Allerdings, wenn ihr das Feld wieder rauslegt und danach wieder reinlegt, setzt das zurück auf die Standardformatierung. Das ist natürlich nicht immer so lässig. Im Power BI kennt ihr mal. So, jetzt werdet ihr euch fragen, okay, wenn das so gut läuft, wozu brauche ich dann überhaupt dieses implizite Measure? Der Grund dafür ist folgender. Ich habe hier die Quantity, das ist eine Spalte. Ich gehe jetzt her, gehe in meine Measure-Tabelle. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine eigene Measure-Tabelle stellen könnt, hier das Video dazu für euch. Machen Rechtsklick und erstelle ein sogenanntes eigenes Measure. Ich werde das Ganze mal hier nennen, dass ihr das mal sehen könnt. Ich bleibe es, keep it simple. Sum of Quantity. Ist gleich. Und mache eine ganz simple DAX-Formel. Sum, also seht ihr hier die Sum, hole ich rein. Und jetzt will er wissen, von welcher Spalte möchte das haben. In dem Fall die Column Name ist die Quantity. Das heißt Quantity, ich wähle hier so aus Transactions Quantity, da zieht er das raus, macht die Klammer zu, bestätige das Ganze. Das Ganze wird jetzt bestätigt und wenn ich gleich dabei bin, vergesst bitte eins nicht, wenn ihr ein Measure stellt, ihr seht hier bei mir schon eine Menge Measures, dann geht hierher und genauso wie bei der Spalte könnt ihr jetzt das 1000 Trennzeichen einrichten, das heißt die Formatierung. Das heißt, was er jetzt gemacht hat, ist, dass er jetzt das quasi über ein Summe-Measure das Ganze löst, ja, und nicht jetzt über die Spalte. Der richtige Mehrwert, was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt auf Basis dieses simplen Summe-Measures mit dem Measure-Tree weitere Kennzahlen erstellen. Und stellvertretend für heute in diesem Überblicksvideo möchte ich euch eine Metrik dazu zeigen. Dazu gehen wir hier in diese Measure-Tabelle hier. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine Measure-Tabelle stellen könnt, schaut euch das Video an. Rechtsklick. Neues Measure. Und ich interessiere mich jetzt für die Berufsgruppe Management in meinen Kunden. Die finde ich hier in den Customer Looker.
Also nicht die Kennzahl Management Quantity. Diese Kennzahl möchte ich jetzt mit einem Measure abbilden, indem ich die Calculate-Funktion reinhole, die einen eigenen Filterkontext immer generiert. Dann als Grundausdruck Sum of Quantity nehme. Und jetzt nach dem Komma kommt die Einschränkung. Ja, okay, machen wir. Aber die Einschränkung ist, dass die Occupation, das Occupation-Feld hier sich bezieht auf Management. Und wir machen die Klammer zu. Also die Calculate wird jetzt dieses neue Measure nehmen, aber nur für Management filtern. Enter. Das ist eine Menge. Das heißt, ihr seht jetzt hier das Measure wieder geschrieben. Hier oben kann ich jetzt gleich mal formatieren. Immer gleich sofort danach formatieren, Leute. Hört ihr das an? Bedeutet jetzt Folgendes. Ich habe also hier meine Brand, meine Marken. Ich habe die Bestellmengen. Und jetzt für jede einzelne Marke kann ich mit einem Klick auf diese Kennzahlen jetzt abchecken, die Menge, wenn das die Berufsgruppe Management ist. Und da habt ihr jetzt alle Möglichkeiten inside of this Data Model, wenn ihr so wollt. Ihr könnt jetzt hier mit Measures, hier mit Calculate auf Basis einer Grundmetrik weitere Sachen machen. Und das ist schon relativ lässig, ja. Dass ihr ohne extra Slicer, ohne Datenschnitt, das extra filtert hier, direkt über die Measure-Definition eben mit der Calculate hier das macht. Ja, und Leute, und das ist jetzt quasi in diesem kurzen Überblick die Möglichkeit, die ihr habt, wenn ihr wollt, komplett neue Kennzahlen zu bekommen. Wenn ihr Fragen habt zur Calculate, zu Measures generell, zu Power BI an sich, ja, nichts hier ab in die Kommentare und ich freue mich darauf und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, we got the Power BI!